Ja, so. Ich bin jetzt am Einpacken. Endlich ist es soweit. Habe ich ein bisschen überwunden. Ich tue mir ein bisschen schwer beim Einpacken und so. Ja. Also, jetzt geht's los. London, I'm calling. So, ich bin jetzt in London angekommen. Flug war perfekt, ich habe kaum sogar schlafen. Also so nice. Obwohl der Flug nur 1,5 Stunden ging. Ich habe richtig gut geschlafen. Ich habe einmal sogar richtig krass gezuckt, dass die Frauen neben mir gucken, ich so an die sehen, was passiert. Oh Mann, das war lustig. Jetzt habe ich 1,5 Stunden hier in London, bis mein Boarding Time beginnt. Und dann geht's rüber nach Shanghai. Pudong. Geil. Also, ich bin jetzt richtig gut durch den Security-Check gekommen. Und danach ist krass passiert. Danach habe ich einen riesen Schrecken bekommen, weil ich dachte, dass ich meinen Geldbeutel vergessen habe. Ich hatte einen ganzen Rucksack gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und der war hinten bei den Dokumenten, ganz unten. Jetzt im zweiten Fach. Oh my goodness. Und der Punkt ist halt der, da war auch meine Kreditkarte und ich so, Mist, wenn ich die vergessen hätte, was habe ich hier? Vielleicht 6 Pounds, 5 Pounds. Schauen wir mal, was ich damit machen kann. Ja, das ist gut. Ein bisschen so 15 Minuten oder so chillen und danach muss ich los. Nice. Es geht los nach Shanghai. Ich check's immer noch nicht. Die ganze Ansage ist jetzt schon auf Chinesisch und so richtig verschickt. Ich höre so die Chinesen und denk so, what? Keine Ahnung, das werde ich jetzt ein halbes Jahr lang hören. Mega krass. Bin jetzt in Shanghai angekommen, gleich aus dem Flugzeug rausgestiegen, total schwül. Und im Flugzeug habe ich hier so ein Ding bekommen. Die überfordern mich mal maßlos. Das sind so Kärtchen, wo man leben wird und so weiter, Daten zum Flug etc. Und das ist immer, gucken wir mal, wie es wird. Hab da mal alles ausgefüllt, hab da einfach mal die Adresse von meiner Uni angegeben. Wird schon schief gehen. Jetzt mache ich mich auf die Suche nach meinem Buddy. Der sollte mich abholen und danach geht's los auf Wohnungssuche. Die haben mir nur so einen Namen gegeben, also von der Bahn. Erstmal die grüne nehmen, dann die lilane. Und ja, dann geht's los. Shanghai, Alter, ich komme. Geil. Alter, erstmal durch diese Schlange, krass. Ey, ich bin schon übelst verheizt. Ich bin richtig durch. Alles gut geklappt. Check-out war gut, oder Check-in in China war richtig gut. Richtig perfekt durch die Kontrolle gekommen, mit dem Gepäck auch keine Probleme gehabt. Und dann komme ich raus und dann steht da einfach diese ultralange Schlange von ungefähr 100 Leuten, die irgendwelche chinesischen Zeichen in die Luft halten. Nach irgendwelchen Namen suchen. Ich habe meinem Buddy halt gesagt, dass ich komme um 17 Uhr. Wir haben jetzt schon 18 Uhr oder nach 18 Uhr und er ist immer noch nicht da und ich laufe und ich so fail und hier so free Wi-Fi. Ich so, okay, nice. Doch nicht. Nur wenn du eine chinesische SIM-Karte hast. Ich so, RIP, ich habe noch keine. Ich so, okay, was macht man in so einer Situation? Dann bin ich halt hingegangen, so ein weißer Typ, und dann ich so, hey, was geht? So, are you from here? Der so, no, yeah, so studying und so weiter. Und der hat sich halt so ein Router gekauft, so einen kleinen, so für ein Handy, irgendwie so ein Verstärker und hat dann halt so Internet gehabt. Dann habe ich ihn so gefragt, ob ich meinen Buddy kontaktieren kann. Habe ich meinen Buddy angerufen, der hat mega schlechte Internetverbindung. Der so, ich komme in 13 oder 30 Minuten, habe es nicht richtig verstanden. Der so, where are you? Und ich so, ja, hier, Main Exit. Der so, I don't know where this is. Ich so, was? Mann, ey. Und dann musste ich ihm ein paar Bilder schicken und so weiter, wo ich jetzt bin. Und jetzt warte ich halt auf ihn. Ich hoffe, der kommt.
Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich. Geil. China, Mann, es fängt schon mal gut an. Oh, ich bin schon durch. 12 Stunden Flug. Oh Mann. Aber der 12 Stunden Flug war richtig nice. Ich konnte richtig perfekt. Ich habe ungefähr 8 Stunden geschlafen. Zweimal Essen verschlafen, aber danach habe ich es trotzdem bekommen. Essen war geil. Ja, und jetzt Ankunft. Naja, ich will endlich mal in die Wohnung, ins Bett, Dusche. Nice. Naja, warten wir mal auf ihn. Den Logan. Geil. Es geht los. Es geht los. Also in China angekommen. Was passiert hier? Oh Mann, ja, also jetzt gehen wir gleich in die Metro. Und ja, mein Buddy hat mich abgeholt, 2 Stunden zu spät gekommen, geil. Aber das Coole ist, die haben mir schon ein Metro-Ticket geholt mit 80 Yuan drauf. Und dann haben wir gleich eine chinesische SIM-Karte geholt, da habe ich Lennart angerufen, alles abgeklärt und so weiter. Also eigentlich alles. Oh, jetzt endlich alles abgeklärt, ich muss mit 1 Stunde mit der Metro fahren zu irgendeiner Bridge und dann treffe ich die endlich und gehe ich in mein Bett und dann wird erstmal gechillt. Nice, das ist China, Alter, geil. 1000 Menschen. So, I'm now here in China. I met my buddy Logan and his girlfriend. What's your name again? Stephanie. Nice. And she also speaks German. Say something. Hallo, guten Tag, ich bin Stephanie. Nice. Mega. Geil. So, in Shanghai angekommen. Das ist die erste Mahlzeit. Nice. Okay, wie soll man mit solchen Stäbchen eine Suppe essen? Okay, nice. Also, ich bin in Shanghai angekommen. Was ist bisher passiert? Bin aus der U-Bahn raus, habe auf meinen Buddy gewartet, dann ist er gekommen, hat alles gemacht und so mega cool und so. Dann habe ich Lennart und Flo getroffen. Und dann sind wir zu der Wohnung, die haben halt schon eine Wohnung geholt. Und jetzt habe ich eine Wohnung. Ich bin gerade in meinem Zimmer, habe so ein einzelnes Zimmer. Wie viel sind das? Vielleicht 20 Quadratmeter. Dieses Zimmer ist geil, ich liebe es wirklich. Okay, ich zeig's kurz. Du hast Bock, meine Wohnung zu sehen? Dann sei gespannt auf das nächste Roomtour-Video.